Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in Brüssel bei seinem ersten Auftritt als Kanzler für ein souveränes Europa stark gemacht. Bei seinem Antrittsbesuch in der EU-Hauptstadt wurde er von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfangen. Gemeinsam betonten sie, sich umgehend um die Probleme der EU kümmern zu wollen. Ja, und dann geht es in der Tat darum, dass wir eine starke, souveräne Europäische Union schaffen. Und das heißt auch in Fragen der Außenpolitik eine eng abgestimmte Strategie verfolgen. Das große, wichtige Anliegen, das jetzt da ist, ist dafür zu sorgen, dass Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gut gelingen und dass es keine Bedrohungsszenarien gibt, die sich gegen einzelne Länder richten. Deshalb betrachten wir in der Tat mit Sorge die vielen Truppen, die sich entlang der ukrainischen Grenze zu besichtigen lassen. Neben dem Kampf gegen die Corona-Pandemie steht für Deutschland der Klimawandel ganz oben auf der Agenda. Hier bahnt sich Konfliktpotenzial mit Frankreich an, denn Paris hatte jüngst angekündigt, den Ausbau der Atomenergie vorantreiben zu wollen, im Gegensatz zu Deutschland. Ich glaube, das ist eine der ersten großen Belastungsproben für die beiden Länder und es wird spannend sein, wie Brüssel darauf reagieren wird. Frankreich setzt sich klar für die Kernenergie ein und argumentiert, dass diese keine Treibhausgase ausstoße, was objektiv richtig ist und daher als grüne Technologie gelten sollte. Deutschland hingegen setzt sich eindeutig für einen sehr schnellen Ausstieg aus der Kernenergie ein. Auch Außenministerin Annalena Baerbock war nach Brüssel gereist, um unter anderem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu treffen. Kommende Woche findet der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel statt. Dort sollen auch die Themen Sicherheit und Verteidigung diskutiert werden.